So, hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Wir sind wieder mal beim Thema Dr. Sommer. Leas Lieblingsspiel, nämlich Frage und Antwort. Und heute darf ich die einleitende Frage stellen, die wir erhalten haben während des Online-Kongresses. Und Lea und ich, wir haben gerade darüber uns unterhalten. Das ist eine der meistgestellten Fragen, die wir auch in unserer jeweiligen Coaching-Alltag bekommen von anderen. Und deswegen vielleicht für dich auch eine relevante Frage. Nämlich, die lautet, wie kann ich denn meine Intuition unterscheiden von meinen Gedanken und Gefühlen? Und ich würde diese Frage direkt an Dr. Sommer übergeben. Jawohl. Es ist eine sehr spannende Frage für mich, weil lustigerweise noch nicht in allzu ferner Vergangenheit, schon ein paar Jahre her, aber nicht 20, habe ich bei einer ganzheitlichen Coaching-Ausbildung, die ich vorher gemacht habe, bei Stärken und Schwächen angekreuzt Intuition minus 5. 0 kann ich nicht. Alle anderen. Ich, nix da. Ich spüre das nicht, ich sehe das nicht, ich weiß das nicht, ich kann das nicht. Und ernsthaft, was zum jetzigen Zeitpunkt etwas lustig ist für mich wirklich. Weil es gibt nichts zu können oder zu wissen oder zu lernen, weil es schon ist. Und diese Erkenntnis hat bei mir wirklich so wie die verschmierte Fensterscheibe geklärt. Ich konnte es nicht sehen. Ich war wirklich, die Scheibe war dreckig und ich bin in vollem Karacho durch die Gegend gerast und habe keinen Meter gesehen. Erstaunlicherweise in keinen nächsten Baum geknallt. Mhm. Also kann ich diese Frage sehr gut nachvollziehen. Mhm. Was hat sich seitdem verändert? Was habe ich gesehen? Was ich gesehen habe, ist, dass diese Kraft, diese universelle Intelligenz, Mind, immer in mir ist, beziehungsweise ich bin sie. Ich werde gelebt durch sie. Und in diesem Gelebtsein ist schon jeder Schritt diese Weisheit durch mich hindurch. Mhm. Was sich aber verändert hat, ist, dass ich nun eine lustigere Erfahrung währenddem haben kann. Mhm. Weil davor hatte ich all diese Gedanken und Gefühle, die so darüber waren und eng wurde es und ich wusste nicht und ich habe so analysiert, um mich trocken zu denken, obwohl ich duschen wollte, dass ich gar nicht diese wunderbare Kraft gespürt habe, die da schon lebt in jedem Moment. Ja. Und heute erkenne ich an eng, unsicher, wütend, oh, da will ich etwas mit meinem Kopf lösen und da gibt es gar nichts zu lösen. Und kann die Hände davon lassen und besser hinhören, was eh schon da ist. Ja. Ist es ja? Ist es nein? Ist es, ich weiß nicht. Mhm. Und das gibt eine Leichtigkeit und eine Klarheit. Weil diese Intuition oder gelebtes Universum, das weiß mit mir und in mir. Und ich bin nicht im Widerstand zu dem, was ist, sondern kann erkennen, was der nächste Schritt für mich im Hier und Jetzt ist. Hm. Und das war jetzt ganz frischer Presse. Hm. Schön. So habe ich das noch nie gesagt. Schön, ja.
Ja, das, was schon da ist. Und ich greife den Stab auf und rede darüber, weil das ist etwas, was ich letztes Jahr, glaube ich, gesehen habe. Ich glaube in Athen, Lea, wo wir gemeinsam da waren. Ich habe nämlich auch lange Zeit mit mir gerangen um diese Frage, was ist Weisheit und was ist der Geplapper meines Kopfes? Und war viel mit der Frage beschäftigt, was soll ich als nächstes tun? Was ist die Antwort auf diese Frage? Das tun, ja, nein, vielleicht, ich weiß es nicht. Und in Athen habe ich sowas wie gesehen, auch darüber brauche ich nicht nachzudenken. Und wenn ich in dem Moment gesehen habe, oder als ich da in dem Moment gesehen habe, was ist schon da? Was da war, war die Dinge, die ich tue. Ich gebe ein Beispiel aus dem Business, weil ich einfach damit häufig beschäftigt bin. Es war tatsächlich verwirrend, weil manchmal hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, ich habe eine Idee für ein neues Projekt in meinem Business und ich werde dieses Marketing dafür machen und es fühlt sich stimmig an. Ich habe ein Ja im Innen dazu und das ist meine Weisheit. Und ich habe mir dann vorgenommen, ja, dann morgen fange ich damit an. Und morgen kam und häufig habe ich gar nichts davon gemacht. Obwohl es gestern so täuschend echt sich angefühlt hat wie Weisheit. Stimmig. Genau das, was ich machen möchte. Ein klares Ja. Und es ist so häufig vorgekommen, ich habe das so häufig beobachtet, dass ich habe einerseits diese in mir aufschwebende Ideen und Erfahrungen von Dingen, die ich machen möchte und die sich stimmig anfühlen. Und meine gelebte Weisheit, die komplett was anderes macht, nämlich gar nichts damit. Und insofern habe ich begonnen, nur mich dafür zu interessieren, was ist da, was mache ich tatsächlich? Und es gibt einen Spruch, den ich mal gehört habe, und den finde ich so passend. Nämlich, our body is taking action and our mind is telling stories. Mhm. Während diese Weisheit sich durch uns ausdrückt in Form von Bewegung oder Tun oder nichts tun, alles ohne Bewertung dasselbe, unsere menschliche Erfahrung erzählt wunderbare Geschichten darüber, ob das die richtige oder die falsche Richtung ist. Voll. Mhm. Und das habe ich dazu gesehen und deswegen habe ich begonnen, einfach aufzuhören, darüber nachzudenken, was ist meine Intuition und was ist mein Gedanke. Ja, ich mag das sehr. Es tönt jetzt ein bisschen eigenartig, aber dieses, ich meine es auch nicht in dem Sinn als Puppe, aber dieses gelebt werden. Und dort passiert es. Und was ich ganz faszinierend finde, ist, dass eben diese Weisheit und Intuition und dieses Aha oder Einsichten oder Erkenntnisse immer genau die richtigen sind für den Mensch. Und es kommt mit dem To-Do-Kit für uns. Es kommt mit dem Tun für diesen Menschen in diesem Moment. Yeah. Und ich erinnere mich, dass du erzählt hast, wie eine Freundin von dir gesagt hat, seitdem du in diesem Verständnis bist, geht es dir auch so, dass du sichtbarer wurdest so in Social Media. Und eben Shelley hat gesagt, nein, also das Gegenteil. Und genau das ist richtig. Also zu sehen, dass es nicht der Plan 7 Schritte Shelia ist oder Lea, sondern der Plan für dich da draußen. Ja. Mit dem nächsten Schritt, den du gehst, das ist der, den du gehst. Ja. Du in dem Moment und nicht wir oder ein
jemand, der sagt, welches die nächsten 7 Schritte sein sollten. Und für mich hat es eine Mischung gegeben. Ich kann viel leichter über Dinge nachdenken, weil ich zu 100% weiß, ja, nein, vielleicht. Und ich mir seitdem vertrauen kann, dass es tut. Und genieße es aber manchmal dort auch abzugehen in diesen Gedanken, ohne dass ich mir Gedanken darüber machen muss. Ja. So, das finde ich auch noch spannend. Also dieses da auch leichter sein damit, wenn ich mal darüber nachdenke, weil ich sehe, dass ich den nächsten Schritt dann schon gehe. Ja, ja, wenn er für dich gemeint ist, absolut. Genau. Ja. Und vielleicht zum Abschluss, es ist ein Zitat oder ein Bild, das ich bei Dicken öfters gehört habe, Bettinger. Und es ist wirklich dieses Ozean. Hm. Wir sind das ganze Wasser. Wir sind Ozean. Hm. Und die Wellen, die Gedanken und Gefühle. Und die Wellen sind immer dasselbe Wasser. Es ist nicht getrennt. Es ist nur eine andere Form. Und das finde ich immer auch wieder schön, zu sehen, dass es alles aus einem Guss kommt, aber die Form ein wenig variiert. Mhm. Ja. Und vielleicht mein Schlusswort dazu, weil es mir gerade gekommen ist, Lea. Viele Menschen in den Three Principles sprechen über dieses Weisheit erkennen und eben der Unterschied zu dieser Gedankenwelt, die wir haben. Und das ist auch nicht falsch, weil am Anfang eines jenen Wegs für einen Menschen, der auf dieses Verständnis stoßt, ist es häufig so, dass sie so stark in ihre Gedankenwelt, ihre Gedankenstürme und in Wellen gelebt haben. Es gibt ihnen einfach einen Hinweis auf eine andere Ebene, mhm. auf unsere Spiritual Roots, ja. sozusagen. Und das heißt auch ganz wichtig zum Schluss für mich, das ist nicht falsch, es ist dasselbe, anders mhm. gesagt, zu einem anderen Bewusstseinsstadium auf dem Weg von Menschen, die in dieses Verständnis kommen. Bei Totally Human habe ich es sehr schön getrennt, aufgezeichnet sogar, weißt du? Ja, genau. Ja. Und das macht genau. Sinn für einen gewissen Zeitpunkt auf dem Weg in diesem Verständnis. Mhm. Ja. Danke. Okay. Alles klar. Tschüss. Ja.